Die Ölpreise haben zuletzt eine kleine Schwächephase, erstmals seit Anfang Oktober, geht es auf Wochensicht, mit den Kursen für Brent und WTI wieder abwärts. Belastet hatten unter anderem jüngste Daten zur Ölproduktion in den USA. In der größten Volkswirtschaft der Welt war die Fördermenge zuletzt auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Am Morgen finden die Preise allerdings keine klare Richtung und zeigen sich uneinheitlich. Ein Barrel, je 159 Liter, der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar, kostet 61,22 US-Dollar und damit 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate, WTI, zur Lieferung im Dezember steigt indes um 18 Cent auf 55,32 Dollar. Quelle: n-tv.de